Ja, Freunde, es wird Tag in der Wüste. Endlich. Nach so langer Zeit. Und ich bin immer noch kurz vorm Krepeln. Ich habe zwar noch Tränke und alles Mögliche, aber die muss man ja nicht unbedingt aufbrauchen, ne? Gut, da hat eine Geisterseele. Oh nein, es wird der Tag. Warte, kriege ich die noch? Bitte. Das wäre sehr schön. Es wäre sehr von Vorteil. Ja, ich weiß, dass ich jetzt so gut wie tot bin. Nein, falschen anvisiert. Zack. Ah, noch bevor es Tag wurde. Ein halbes Herz nur noch. What the fuck? Da sind bestimmt Herzen drin, aber ich muss erst mal die Typen irgendwie töten. Die mir das Leben noch schwer machen wollen. Ja, ein Zehner. Toll. Bitte jetzt ein Herz hier, das wäre ganz schön. Ja. Okay, da kommen gleich wieder Gegner von hinten. Mein Gott. Sei mein Herz ist auch nicht viel besser. Vielleicht wenn ich ihn töte. Mann, Möbelattacke. Mein Gott. Oh, Herzchen. Drei Herzen. Ich bin der Coolste. Ja, scheiße. Okay. Da können wir lang und da können wir lang. Ich glaube, hier ist noch irgendwo eine Truhe. Kleine, können wir mal öffnen. Pfeile. Braucht die Pfeile noch? Ich glaube, die hatte ich schon voll. Oh, Herzen. Oh, danke. Das kann mir doch schon gar nichts mehr passieren. Geil. Geht zwar ab in die Mitte. So, und jetzt betreten wir ein neues Gebiet, möchte ich behaupten, ja. Und ich weiß nicht, ob ich das in diesem Part noch komplett durchstehe hier, aber ich werde mein Bestes geben. Oh mein Gott. Treffe ich den von hier? 100 Punkte Schuss. Zack! Alter Schwede, aus der Entfernung, das ist nicht schlecht. Ich glaube, bei GameCube geht das gar nicht, weil man da kein Fadenkreuz hat. Naja. So, mal gucken. Hier haben wir noch coole Truhen oder so. Die wollen die alle mitnehmen, nicht wahr? Jedenfalls so, wie wir sie kriegen können, wenn wir natürlich zu viel Rubine haben. Das ist natürlich scheiße. Das Geräusch, ey. So, wo soll der jetzt sein? Da oben. Oder? Wo ist denn der? Ich hab mich verarschen. Bin ich der Einzige, der ihn nicht sieht? Hä, wo hat der mich denn jetzt gesehen? Okay, wenn du meinst, du musst mich sehen, obwohl ich nicht da bin, dann habe ich da natürlich nichts gegen. Oh, wo kommt ihr denn her? Okay. Ich gehe jetzt wirklich nur noch rein, um... Oh, Truhe. Ich wollte gerade sagen, nur um die Truhen zu holen. Brauche ich nicht. Oder vielleicht um Herzen zu kriegen. Das wäre auch noch ganz nett. Natürlich. Ja, was bringt das hier jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Hey, Kisten bringen überhaupt nichts. Muss ja noch nichts verschieben, oder? Oder? Warte mal. Da muss ich jetzt aber... Wow. Stick verarscht mich. Okay. Merke ich mir mal. Vielleicht war da noch ein Herzteil, dass ich mich jetzt schon wieder nicht erinnere. Kann natürlich immer mal sein. Ja, ja. Okay. Komm, den kriege ich cool. Zack. Ey. Zack. Komm, die machen wir blank ziehen. Wartet. Blank ziehen. Passt auf. Ich zeig's euch. Zack. Oh. Oh, jetzt konnte ich nicht cool wegstecken. So, ein Scheiß. Komm her. Ey, Mann. Meine Güte. Spam mir richtig zu hier. Lass mich verarschen, Mann.
Stell dich wie ein Mann. Alter Schwede, wie sind hier denn? Meine Güte. Alter. Okay. Nö, dann nicht mehr. Ich glaube, warte mal, muss ich. Oh Mann, kommt es hier her, ey. Wahrscheinlich muss ich. Ja, wartet. Zack. Auf meinen Kopf. Ja. Oh, Alter, ich habe den Pfeil abgeschossen. Schon wieder, habe ich doch schon mal geschafft irgendwann. Es wird schon wieder Nacht. Wie lange hocke ich denn hier schon rum? Gut, ich lag richtig. Ich muss erstmal alle Gegner töten. Nicht alle Gegner. Alter, was leckt das so? Ja, Mann. Tut dann schon heute. Oh mein Gott. Das habe ich auch gerade gesehen. Schatten so. Noch irgendwo welche auf den Dingern drauf. Was soll das denn mal? Oh, Moment. Mann, ey, es hört nicht auf hier. Ich bin wieder gleich tot. Ich würde gerne mal wissen, wo die alle herkommen. Oh, Herzchen. Herzchenlein. Ich sehe gar nichts. Mann, ey. Ach, da ist noch einer, okay. Man ist ja gut hier. Alter Schwede. Da oben ist er. Zack. Mein Gott. Du Arschloch. Alter, dann könnt ihr mal aufhören. Das wird unproduktiv. Meine Güte. Wie die Fliegen. Ich probiere. Wie die Fliegen, ey. Meine Fresse. Vermehren sich wie Kaninchen, ey, ohne Witz. Oh ja, hier, die Stelle ist geil. Warte mal, erstmal alle Gegner töten. Zack. Genau, der hat einen Schlüssel bei sich. Guck mal. Wie schön. Du hast einen kleinen Schlüssel. So, und jetzt ist es recht lustig. Wir sehen hier ein fettes Warzenschwein. Oh Mann, das laggt. Warum? So, und damals. Okay, nämlich können wir das Schwein schlagen. Wenn wir es mal anvisieren und dann hier. Zack. Guck vorum. Oh, das Herz will ich ab. Da denkt man sich, ja. Einfach so ein Schwein. Jetzt komm her, du feige Sau. Zack. Oh, mega Lags, ey. Scheiße. Tut mir echt leid. Denkt man sich, ja, ist nichts bei, ne? Schlag einfach mal ein bisschen. Warum nicht? Und jetzt. Ein Herzteil. Okay. Wenn ihr meint. Voll so ein Herzteil drin. Jetzt haben wir auch noch einen Herzcontainer. Das Herz hatte ich nämlich noch mit einberechnet. Als ich vorher anfing und wo zur Hölle muss ich denn hin? Geht's gar nicht weiter? Oh, Alter, das Lags, ey. Das glaubt ihr mir nicht. Also, hier ist eine übelste Zeitverzögerung mit den ganzen Lags, die hier sind. Ich kann mir das auch nicht erklären. Achso, jetzt kann ich hier rein. Oh, hier kommt was Cooles. Geh mal ganz vorsichtig rein. Wieder zu. Wir können zwar einfach aufdrücken, aber es wäre zu einfach. Hm. Sehen wir nur ein Schwein. Vor das Schwert. Okay. Du schon wieder. Der lernt es auch nie, ey. Bäm. Komm, er voll sein Schwein weg. Autsch. Na schön. One Battle. Das ist doch leicht. Zack. 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 Eine Kombi nach der anderen. Autsch. Oh. Haltet. Ich will nochmal den schön hier machen. Zack. Ganz langsam runter, Link gerade. Habt ihr gesehen? Das war ein cooler Kampf. Oh, meine Schulter.
Oh, bald. Der lernt es aber auch nie. Und vor die Tür. Natürlich. What the fuck? Wer hat das jetzt so schnell angezündet? Ich hätte seine Zigarette da reingeschmissen. Nee. Okay. Alles brennt nieder. Aber wir sehen natürlich das Fahrzeug fein und darüber. Können wir uns natürlich nur denken, was wir machen müssen. Wir nehmen jetzt einfach das Warzenviech und brechen jetzt voll durch. Bam, bam, bam. Bam. Wunderbar. Ach ja. Schön, dass es wieder Nacht ist, weil irgendwo hier muss, glaube ich, auch noch eine Geisterseele sein. Ja, da sehen wir schon. Okay. Sind wir hier. Mega leck. Bitte. Meine Güte. Ich sollte aufhören, dann was im Hintergrund hochzuladen. Da ist nur Steam dran, schuld. Ganz allein. Oh, Mann. Tut mir echt leid, irgendwie, dass es so... Auch für euch ist es ja auch nicht ganz sehr schön, wenn da noch Lags sind. Aber ich kann ja nichts gegen tun, weil irgendwie... Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das kann doch nicht nur an Steam liegen, weil das ja was drunter lädt, oder? Obwohl, Fraps hat eine sehr hohe Priorität, wenn da noch was runtergeladen wird. Naja. Okay. Wir haben noch 4 Minuten Zeit und wir sind eigentlich jetzt gleich schon am Tempel angelangt, tatsächlich, weil das ist ein weiterer Tempel. Kann ich schon mal spoilern. Und alter Schwede, jetzt krieg ich ein Spiel. Meine Güte. Ja, okay. Nie wieder werde ich was im Hintergrund runterladen. Nie wieder. Okay, ja, bevor es Tag wird, soll ich mal eben schnell die Geisterseele killen. Arsch. Arschgeisterseele ist das. Wie viel haben wir jetzt schon? Das ist für 11 haben, glaube ich. Ja, ich kann rechnen. Mann! Scheiß Silberattacke macht die auch einfach. Ist doch nicht so schwer. Und jetzt hier cool mit Rückwärtsrolle das Herz einsammeln. Oh yeah. So, ich glaube, hier können wir auch noch. Ah, ja, ja, ja. Okay, ich sehe es doch schon. Sieht ja gar nicht verdächtig aus. Ich frage mich ja, wie so eine Truhe da einfach erscheint. Was für eine magische Kraft das sein soll. Und unser Lampenöl ist fast leer. Oh shit. Okay, über 200 Rubine. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so das Problem hier, ne? Wir haben noch 3 Minuten. Ja, wollen wir schon mal den Tempel betreten? Ja, komm, mach doch nichts. Ab in den Tempel. Ganz langsam rein. Und cool. Okay. Müssen wir jetzt ganz episch runtergehen. Ich hab keinen Bock, eh schon dazu gehen. Okay. Das war wieder eins dieser coolen Anfangsräume, ne? Kennen wir ja. Okay. Steht hier nicht der Tempelname? Natürlich. Der Totenkopf fällt ja jetzt erst rein. Wie lange soll in dieser Wirbelsturm da schon sein? Der Wirbelsturm. Dieses Loch. Muss auch schon längst alles reingefallen sein. Egal, so, in der Lava gehen wir übrigens unter, kann ich euch schon mal erzählen. Hier sieht man schön. Eigentlich ist es ein cooler Trick. Wenn wir dann eine Rolle rüber machen, dann passiert uns gar nichts. Also während wir die Rolle machen, natürlich danach schon. Aber so lässt sich das ganz einfach managen. So ähnlich. So, ich muss da auch rüber ziehen. Zack. Herzen, brauche ich sowieso nicht mehr. Also echt, ich hatte ja nur noch ein halbes Herz und ich musste nichts aufbrauchen. Sehr schön. Die kann ich bestimmt rausziehen. Du Arsch! Nein! Bitte, komm links. Oh mein Gott. Link rettet sich mal wieder in letzter Sekunde. Okay, oh, geht unter! Okay, und wieder rüberrollen. Hey, ihr Scheißviecher! Kein Bock auf euch. Jetzt mal da rein. Oh oh. Link, oh mein Gott. Hält sich vorher nicht fest. Oh. Ihr kleinen Viecher. Genau, ich gebe es ja auch noch. So, ich gehe noch schnell in den Raum davon rein. Das heißt, ja, wie mache ich das jetzt? Achso, ich muss wahrscheinlich mit dem Greifhaken ranziehen, oder? Ja. Zack. Mal kurz greifen. Ja gut, machen wir den so.
So. So, da gehen wir noch eben schnell rein und dann ist auch die Folge für heute vorbei. Und im nächsten Part richtig schön. Die Wüstenburg. Die wird cool. Ein sehr cooler Dungeon, wie ich finde. Und wir brauchen noch Dings. Ah ja, hier ist noch Lampenöl, genau. Zack. Okay. Zack. Ach ja, die haben, glaube ich, mega Viecher jetzt, wenn ich die das Dings hole. Den Schlüssel. Ich habe jetzt ganz viele Viecher, glaube ich, angetanzt. Da drin. Was nicht, genau, die Viecher kommen dann. Runter von mir. Ah! Oh mein Gott, die machen mir übrigens keinen Schaden. Aber sie klammern sich dann alle schön fest und... Naja, man ist so leicht bewegungsunfähig. Aber mit einer... Wilbertacke voller... Tatendrang oder so ähnlich. Sind die weg. So, Freunde, ich verabschiede mich schon mal. Ich mache noch ganz schnell die Tür auf. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder mit einer dicken Aufnahmesession, wie ich die Wüstenburg mal eben durchrocke. Natürlich ohne einmal Schaden zu nehmen und ich soll die Fresse halten. Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.